So weit abseits vom Dorf gibt's außer meinem Heisel bloß noch einen Weidnerhof. Das Annerl wohnt dort und betreibt den Hof gemeinsam mit ihrem Vater, am Altbauern. Weil mir das Annerl ganz gut gefallen hat, habe ich schon immer jede Gelegenheit genutzt, dass ich mich mit ihr hab treffen können. Und ich bin davon ausgegangen, dass sie mich auch gern mag. Aber weil ich halt bloß ein Tagwerker bin und praktisch nix mit in die Ehe mitbringen darf, hat da halt nie mehr draus werden können. Es ist immer dabei blieben, dass ich ihr hin und wieder auf dem Hof was repariert hab, wozu der Altbauer nimmer imstand gewesen ist. Und dass man ab und zu, wann kein Werktag war, ein wenig spazieren gegangen sind miteinander. Letzten Sonntag hat's Annerl mich dann gefragt, ob wir zu zweiter in Schwammerl gehen wollen. Insgeheim haben wir zwar gedacht, dass wir so früh im Jahr noch nix finden werden. Aber natürlich habe ich ja zu ihr gesagt. Und so sind wir losgegangen. Ein schöner, sonniger Tag war's. Und wie es für die Jahreszeit üblich ist, hat man gemerkt, wie alles ringsum zum Wachsen angefangen hat. Als erstes sind wir natürlich die üblichen Platz abgegangen, wo wir in die Jahre davor immer recht viel Schwammerl gefunden haben. Aber da haben wir kein Rechtsglück nicht gehabt dabei. Also sind wir weiter in den Wald rein. Ich hab dann irgendwann gemeint, es wird halt nix mit einer Schwammerlsuppe und dass einfach doch noch zu früh war. Aber das Annerl wollte partout nicht aufgeben. Nachher hab ich ihr den gefallen da und bin doch noch weiter mitgegangen. Wie wir aber die ganze Gegend abgesucht gehabt haben, unsere Kerbel immer noch leer gewesen waren und ich schon auf die Ferschen umdrehen wollte, da hab mir's Annerl anbedelt, dass wir wenigstens an einem Fleck noch nachschauen könnten. Und zwar im Dimpfemoos drin. Am kleinen Tal, in dem der Boden immer nass ist. Da müssten doch die Schwammerl recht gut wachsen, hat's gemeint. Mir war's gleich gar nicht recht, dass wir da hingingen. Wegen die Geschichten, die ich früher immer übers Dimpfemoos gehört hab. Der Boden dort drin ist verdorben, haben die Alten immer verzeiht. Und weil da noch andere Gefahren lauern sollen, machte jeder einen Bogen um das Tal um. Das Annerl ist aber trotzdem schnurstracks da runtergegangen. Und weil ich nicht wie ein Feigling da stehen wollte, bin ich eher nachher. Je weiter, dass wir runtergekommen sind, desto nasser und nasser ist der Boden geworden. Ein richtiger Morast ist bei unter unsere Füße gewesen. Schwarz und gestinkert, als wär wann einem das Wasser im Regenfassel zum Fallen angefangen hat. Nix rechts ist mehr gewachsen da. Kein Gestrüpp und keine Streicher hat's gegeben da drunten. Und die Bäume waren alle abgestorben. Ihre alten, dunklen Stämme sind wie ein schwarzes Gerippe in den Heck gestanden. Kein Vogel hat da mehr zwitschert. Und auch sonst hat man von den Viechern nix mehr gehört oder gesehen.
wie wir ganz unten waren, sind wir an ein Wasserloch gekommen. Bis zu die Knöchel waren wir da schon im schwarzen Schlamm drin gestanden. Ich wollte gerade sagen, dass wir jetzt wohl wirklich keine andere Möglichkeit mehr haben, als wir umzudrehen. Aber genau da hat's Annal endlich ihre Schwammerl gefunden. In der Mitte von der Lacke, vor der wir gestanden sind, hat sie der Morast zu einer kleinen Insel erhoben. Und da drauf ist ein alter Baumstumpf gestanden, der ewer und ewer mit unscheinbare graue Schwammerl bewachsen war. Bevor ich es hab aufhalten können, ist es Annal gleich auf den Stock zugegangen. Ist einfach in die Lacken eine, obwohl sie sich an Rog damit ordentlich vollgesaut hat. Aber, mei, so war's halt, das Annal. Wer's dann den Stock erreicht gehabt hat, hat's auch nicht lang gezögert und hat ihr Kerbel mit den Pützlingen vollgemacht. Und mit einem broaden Grinsen ist nachher wieder zu mir zurückgekommen. Ich hab ihr ja den Spaß gönnen wollen. Aber ich hab auch gleich zu ihr gesagt, dass das mit den Schwammerl keine gute Idee ist. Noch nie hab ich solche Pützlinge gesehen gehabt. Und hab ihr darum unmissverständlich zum Verstehen gegeben, dass die lieber da lassen soll, weil man die garantiert nicht essen kann. Mit ihrem broaden Grinsen ist dann an mir vorbeigegangen und hat gemeint, dass es wenigstens ihrem Vater zeigen wird. Der kennt sie nämlich richtig gut aus und der wissert sicher, ob's Gifte sind oder nicht. Dann haben wir uns auf den Heimweg gemacht. Nebeneinander sind wir durch den Wald gegangen und haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Und es ist schon später Nachmittag gewesen, wenn wir den Weg wieder erreicht haben, mit der Kreuzung, wo es links zu meinem Häusl und rechts zum Weidnerhof geht. Ich hab grad überlegt, ob ich am Annal nochmal sagen soll, sie soll die komischen Schwammerl wirklich gut vor ihrem Vater anschauen lassen. Und wenn sie der nicht sicher ist, dann lieber auf den Mist schmeißen. Aber wer mein Blick nachher in ihr Kerbel reingefallen ist, da hat sie der Gedanke eh auf einen Schlag erledigt gehabt. Die Pützling, die vorhin im Tümpfelmoos drunt noch grau gewesen waren, waren auf unserem Weg daher völlig zusammengefallen, haben sie aufgleist gehabt und haben sie dadurch in einen greislichen schwarzen Schleim verwandelt. Das Annal hat gleich einen kleinen Schrohr loslassen, wie es nachgeschaut hat, wovon mir auf einmal das Grausen gekommen ist. Jetzt brauchst dein Vater nimmer fragen, ob man die Schwammerl essen kann, hab ich noch gescherzt. Oder möchtest das ekelhafte Zeug heimdrang zu euch? Das Annal hat's gleich beidelt und augenblicklich hat's das Kerbel ausgeschüttet. Zach wie Honig ist der schwarze Schlätz dann rausgelaufen und auf dem Waldboden gelandet. Und weil das Zeug so im Kerbel drin pappert blim ist, hat's Annal den Korb gleich hinten nachgeschmissen und gemeint, den möcht's nie mehr hernehmen. Alle zwei haben wir eine Gänsehaut gekriegt, so angewidert hat's uns. Dann haben wir geschaut, dass wir wegkommen und den Weg erreichen. Und bis wir bei der Kreuzung waren, haben wir das Ganze auch schon vergessen gehabt. Das Annal ist nach rechts weitergegangen. Und hat mir noch zugerufen, dass wir doch am nächsten Sonntag nochmal unser Glück versuchen sollten. Ich bin zu mir heim
hab noch einen alten Kanten Brot gegessen und bin dann früher ins Bett gegangen, weil ich am nächsten Tag schon zeitig aufstehen wollte, damit ich mich im Dorf nach einer Arbeit umschauen kann. Ohne was zum Essen habe ich mich dann in der Früh auf den Weg gemacht, habe meinen Rucksack mit dem Werkzeug zusammengepackt und bin losgegangen. Schön frisch war's. Die Sonne hat runtergeleucht. Und ich war gespannt, ob ich in der Gegend was zum Tor kriegen werd. Bis ich an den Platz zurückgekommen bin, wo's Annal und ich am Tag davor auf den Weg gekommen sind. Mein Blick ist ganz von selber da hingegangen, wo das Dirndl ihr Kerbel mit dem schwarzen Schleim ausgeschüttet hat. Ich wollte wissen, ob der Schlitz mittlerweile verschwunden war. Aber was ich dann da gesehen hab, hat mich ordentlich zum Staunen gebracht. Genau an der Stelle sind einige von denen Schwammerl nachgewachsen. Ein richtiger Stock hat sie bald gehabt, so dass von dem Kerbel, das das Annal weggeschmissen gehabt hat, gar nichts mehr zum Sehen gewesen war. Vor Verwunderung ist mir ein Schnauferer ausgekommen. Vermutlich sind in der abgestorbenen schwarzen Masse noch Sporen von den Pilz drin gewesen, hab ich mir gedacht. Ich hab natürlich gewusst, dass Schwammerl schnell wachsen können, aber so schnell, das hab ich noch nie gesehen gehabt. Den ganzen Tag hab ich dann im Dorf verbracht. Der Winterbauer hat mir ein wenig was gegeben, damit ich bei ihm Holz hacken tue. Danach bin ich wieder heim. Und auf dem Weg hab ich es mir natürlich nicht ersparen können, nochmal einen Blick zu die Schwammerl hinzuwerfen. Augenscheinlich hat sich nichts verändert gehabt. Der Pilzstock ist immer noch da gewesen, war aber nicht größer oder kleiner geworden. Weiter hab ich mir dann nichts mehr gedacht dabei. Bin heim, hab gegessen, hab geschlafen. Am nächsten Tag aber, während ich den Weg ins Dorf entlang gegangen bin, hab ich gemeint, ich sieg nicht richtig. Die Schwammerl haben sie weiter ausbreut gehabt, wobei das untertrieben ist. Sie haben regelrecht gewuchert gehabt über Nacht. Die Flächen, die dicht mit Schwammerl bewachsen war, ist jetzt beinahe bis zum Weg hergegangen. Ich hab nicht recht gewusst, was ich davon halten soll. Es sind ja bloß Schwammerl, hab ich mir gedacht. So ins Wachsen. Spätestens in ein paar Tagen werden sie zusammenfallen. Und nachher ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Außerdem habe ich auf der anderen Seite von dem Pilzfeld gesehen, wie ein Reh durchgestanden ist und ein paar von den Pilzlingen gefressen hat. Das hat mich noch mehr beruhigt, weil man weiß ja, dass die Viecher im Wald nichts fressen, was schlecht für sie war. Also bin ich weitergegangen, hab beim Winterbauern das restliche Holz klar gemacht, bin abends wieder an die Schwammerl vorbei und hab mich schlafen gelegt. In der Früh bin ich dann mit einem mulmigen Gefühl wieder in Richtung Dorf gegangen. Und schon vor der Weiden hab ich gesehen, dass die Sache jetzt ernst wird. Die Schwammerl sind bis über den Weg drüber gewachsen, so dass ich nimmer einfach hab weitergehen können. Auch auf die Bäume sind sie gewachsen. Und zwar nicht nur einzeln, sondern richtig dicht, so dass ich das Gefühl gehabt hab, die werden am Ende alles überwuchern, was in ihrer Nähe ist, wenn ich nichts dagegen unternimm. Während ich mich gerade gefragt hab, ob ich Hilfe holen soll,
oder was ich überhaupt gegen die Blog tun kann. Da ist mir obendrein der süßliche, gestingerte Geruch aufgefallen, der in der Luft ging ist. Mit einer beisen Vorahnung bin ich vom Weg runter und bin außen um das Pilzfeld umgegangen. Und auf der anderen Seite habe ich tatsächlich entdeckt, was ich befürchtet gehabt habe. Bloß ein Stickel weg von die Schwammerl habe ich das Reh gefunden, welches ich am Tag davor gesehen gehabt habe. Sein Körper ist merkwürdig flach dagelegen, als da er direkt am Waldboden draubappen. Und wie ich genauer hingeschaut habe, habe ich gesehen, dass der Vergleich gar nicht so weit hergeholt war. Der Kadaver war durchzogen von ganz feinen weißen Wurzeln. Sie sind aus seinem Fall rausgekommen, haben den Körper an manche Stellen aufgebrochen gehabt und waren auch dort zum Finden, wo die Innereien offen gelegen sind. Unterhalb dem Reh sind die Wurzeln im Waldboden verschwunden und haben damit das Viecherl regelrecht an dem Platz festgehalten. Ich hab bloß eins und eins zusammenzählen müssen, damit mir klar war, dass das die Wurzeln von denen Schwammerl waren. Und dass das Reh jetzt ein Nährboden für die teuflischen Bützling dargestellt hat. Wie ich das festgestellt hab, ist mir der Schreck schon tief in die Glieder gefahren. Aber was ich danach gesehen hab, hat alles nochmal viel schlimmer gemacht. Der Brustkorb von dem Viecherl hat sich noch allerweil kaum und gesenkt. Das Reh ist also noch lebendig gewesen, hat noch geatmet und hat mich mit nassen Augen hilflos angeschaut, während der Pilz mit seinen Wurzeln schon völlig durchdrungen gehabt hat. Ohne groß weiterzudenken bin ich heimgerannt. Ich wollte bloß, dass die teuflischen Schwammerl so schnell wie möglich verschwinden. Vor allem wollte ich auch, dass das Annerl nichts davon mitkriegt. Irgendwie war sie ja schuld an der Sache, weil sie das Zeug aus dem Dimpfemoos ausgebracht hat. Und wenn sie wissert, was sie damit angerichtet hat, dass er sie garantiert bloß ihren Kopf drüber zerbrechen. Also bin ich heim und war wieder einmal froh drüber, dass ich alles aufheb, was man am Ende noch einmal brauchen kann. 5 ganze Fassel Petroleum habe ich noch in meinem Verschlag drin stehen gehabt. Eins davon habe ich gleich mit dem Schubkorn zu dem Platz hingebracht und hab dann alles abgefackelt. Hab auf der einen Seite von dem Schwammerlfeld angezündet und der Wind hat mir dann das Feuer über die ganze Fläche drüber getrieben. Bis zum Schluss bin ich dabei geblieben. Hab dafür gesorgt, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten tut, als wäre nötig. Und hab gewartet, bis von dem ganzen Fleck bloß mehr schwarze Aschen überblieben ist. So schwarz war dann alles, dass mich unweigerlich ans Dimpfemoos erinnert hat. Und ich hab mich gefragt, ob's vielleicht so war, dass dort in dem kleinen Tal vielleicht dasselbe schon mal passiert war, wie jetzt da herum. Dass dort auch jemand einmal alles abbrennen hat müssen
um deren teuflischen Pilz aufzuhalten. Die ganze Nacht bin ich dort blieb. Und erst wie es wieder hell worden ist und die letzten Feier ausgegangen sind, bin ich durch die Aschen durch und hab geschaut, dass er wirklich alles verbrennt war. Knirscht hat's unter meine Schuhe. Und von alle Seiten hat mich noch die Wärme angestreut. Erst war ich erleichtert, weil es ausgeschaut hat, als ob in dem Inferno nix überlebt hätte. Aber während mir die verkohlten Baumstämme genauer angeschaut hab, hat mich fast der Schlag getroffen. Über Nacht, also gerade eben erst, während ich da gewesen bin, waren dort ganz winzige Schwammerl nachgewachsen. Vielleicht muss ich alles noch gründlicher abbrennen lassen, hab ich mir gedacht. Möglicherweise ja zwei oder dreimal, bis wirklich nix mehr von der Plage da ist. Ebenso ist mir durch den Kopf geschossen, dass er mich schicken muss. Weil je größer das Ausmaß von dem Ganzen wird, desto mehr wollt ich dafür sorgen, dass es einmal als Verantwortliche nix davon mitkriegt. Aber grad, wie ich dann den ersten Schritt in Richtung von meinem Häusl gemacht hab, ist mir was anders eingefallen. Das einmal ist mir nimmer aus dem Kopf gegangen. Und in Gedanken hab ich den Moment vor Augen gehabt, in dem es das letzte Mal gesehen hab. Wie es auf dem Weg da gestanden war und gemeint hat, wir könnten's ja nächste Woche nochmal probieren. Und wie es mir dabei zugewunken hat. Mit ihrer Hand, die ganz schwarz gewesen ist. Und da hab ich kapiert, was mich an der Sache gestört hat. Das Annal hat die Schwammerl ja angefasst gehabt, wie sie es zusammentun hat. Dabei hat sie sich ihre Hände mit dem Dreck voll gemacht, dass die eben so schwarz worden sind, wie der Schleim in ihrem Kerbel gewesen ist. Wenn der Riesenhaufen Pölzling da aus dem schwarzen Schlitz erwachsen ist, dann ist am Ende der Weidnerhof auch befallen. Ohne einen weiteren Gedanken habe ich meine Füße in die Hände genommen und bin losgelaufen. Bin gerannt wie noch nie in meinem Leben. So, als könnte ich mit der Lauferei jetzt noch irgendwas reinholen. Erst, wenn ich auf den Hof zugekommen bin und gesehen hab, was dort auf mich gewartet hat, bin ich langsamer geworden. Meine Haxen haben ganz von selber zum Laufen aufgehört, weil der Anblick schlimmer war als alles, was ich befürchtet gehabt hab. Ich bin nicht einmal bis auf 100 Schritt an den Hof hingekommen. So weit haben sie die Schwammerl schon ausbreut gehabt. Das Haus, der Stall und der Stall waren vollkommen mit den Pützlingen überwachsen. Auch die Bäume in der Gegend. Und genauso am Boden, wo kein Stock und kein Stor mehr aus der Masse von Schwammerl rausgeschaut hat. Alles war starr.
Nix mehr, hat sie gerührt. Kein Vogel hat mehr zwitschert. Nur noch Stille. Langsam bin ich außen umgegangen und bin bis zum Rand vor dem Schwammerlfeld hin, weil ich einen Blick in einen Hof hab reinwerfen wollen. Direkt vorm Wohnhaus ist irgendwas gestanden. Man hat nimmer erkennen können, was das war, weil es ebenfalls wie alles andere so dicht überwachsen gewesen ist. Ausgeschaut hat's, als hätte ein Mensch noch versucht, dass er aus dem Haus aussah und durch das Schwammerlfeld durchkommt und dann im Geh auf einmal nimmer vom Fleck gekommen war. Als war er auf einmal am Boden festgewachsen. Genau wie das Reh. Von der Statur her hat's der Altbauer sein können. Der Vater vom Annerl. Jetzt war er bloß mehr eine Brutstätten für die Pützling. Voller Entsetzen bin ich da gestanden und hab's nicht glauben können. Irgendwo da drin, in dem völlig überwucherten Haus, war es Annerl. Oder das, was von ihr jetzt noch über war. Das, was der Pilz noch von ihr übergelassen hat. Wenn mir klar geworden ist, dass da nichts mehr zu retten war, dass jetzt nichts mehr so sein wird wie vorher und ich das Annerl nie wieder sehen werd, da hab ich bloß mehr den einen Gedanken gehabt, alles abzubrennen. Nichts mehr sollte überbleiben. Und der teuflische Pilz sollte keine Möglichkeit haben, noch mehr Unheil anzurichten. Rückwärts habe ich einen Schritt nach dem anderen gemacht. Bin hinterisch vor dem schrecklichen Ort weggegangen. Hab meine Augen nicht abwenden können, weil der Anblick so gleichermaßen faszinierend wie grausam gewesen ist. Nach und nach hab er mich entfernt, bis ich gemerkt hab, dass ich mit meinem einen Fuß etwas gestriffen hab. Heiß und kalt ist mir geworden und ich hätte mich gleich einen Norn schalten können, weil ich nicht aufpasst hab, wo ich hintreten bin. Mit einer schlimmen Vorahnung ist mein Blick zu meinen Füßen abgegangen. Und wie ich es schon befürchtet gehabt hab, sind ein paar einzelne von denen Schwammerl auch außerhalb von dem Feld gewachsen. Und mindestens einen davon habe ich mit meinem Stiefel gestriffen gehabt. Schlecht ist mir geworden. Wäre ich die Reste von dem teuflischen Gewachs an meinem Schuh dran gesehen hab. Und augenblicklich habe ich meine Stiefel vorsichtig ausgezogen, damit ich nicht aus Versehen auch noch was von dem Zeug anklang. Barfußert bin ich mit größter Vorsicht an die einzelnen Schwammerl vorbeigegangen, die da gestanden waren, als wären sie gerade eben erst um mich herum gewachsen, mit der Absicht, mir einen Weg zu versperren. Dann bin ich gerannt. Die Sonne ist untergegangen
Und ich habe nicht viel Zeit über gehabt, dass ich mein Petroleum zum Weidnerhof bringe und alles abbrenne, weil der nächste Schub an Wachstum bei den gefährlichen Bützlingen wieder bevorgestanden ist. Bevor ich dann mein Häusl erreicht habe, habe ich sicherheitshalber sogar noch meine Hosen ausgezogen, in der Angst, dass dort ein paar Sporen von die Schwammerl gelandet sein könnten. Angewidert habe ich es auf Zeiten geschmissen und bin die letzten 100 Schritt zu meinem Haus halber nackert gerannt. Während ich drin war, habe ich mir erst einmal die Hände und das Gesicht gewaschen, habe mir was frisch angezogen und wollte dann keine Zeit verlieren. So schnell wie möglich wollte ich in den Verschlag rein, wo ich meine Ölfassel drinstehen hab. Und da ist dann passiert. Weil ich so geschwind dran war, hab ich mir an der niederen Deck vor dem Durchgang einen Kopf angestessen. Richtig Knacker hab ich's gehört, wie ich dagegen gerumpelt bin. Und kurz hab ich die Sterndal um mich fliegen sehen. Dann ist Nacht geworden für mich. Dunkel. Schwarz. Während ich wieder zu mir gekommen bin, hab ich keine Ahnung gehabt, wie viel Zeit vergangen war. Gleich ist mir der Gedanke an die Schwammerl wie ein Blitz durch Mark und Bohr gefahren. Aber wenn ich aufstehen wollte, bin ich vor Schmerzen gleich wieder zurückgesunken. Erst nachdem ich mich richtig zusammengerissen hab, hat's dann geklappt, dass er mich aufricht, aufstehe und zu der Tür gehe, die ich mit einer bösen Vorahnung aufgemacht hab. Bei dem Anblick da draußen hat mir nachher der Atem gestockt. Von dem Platz aus, wo ich meine Hosen weggeschmissen gehabt hab. Bei 100 Schritt weit weg sind die Schwammerl bis zu meinem Haus hergewachsen gewesen. Haben einen Ring um mein Haus umgemacht gehabt, der so breit war, dass ich nicht hätte drüber springen können. Als ob's gewusst hätten, dass ich da hergelaufen bin, waren's mir gefolgt und haben alles dran gesetzt, dass ich nimmer von dem Ort wegkomm. Einzelne von denen sind schon an meinem Häusl dran gewachsen. Und auf der Grät ebenso. Jetzt, wo's mir so nah waren wie noch nie, hab ich auch den bitteren Geruch von ihren Sporen riechen können, die es ausgesendet haben, damit sie in der nächsten Nacht ihren nächsten Wachstumsschub machen können. Und so sind mit jedem Atemzug mehr und mehr von den Sporen in meinen Körper eindrungen. Müd und völlig entmutigt habe ich mich schließlich auf mein Bänkel neben der Haustür geguckt und hab schlussendlich mein Schicksal akzeptiert. Jetzt müsst grad die Sonne wieder aufgehen. Ich kann's nimmer sehen, aber ich merk's, weil die Schwammerl aufgehört haben zum Wachsen. Sie haben aufgehört, auf mir
zum Wachsen. Überall aus meinem Leib sind's hervorgesprossen. Ihre Wurzeln durchziehen mein Körper, mein Holzbänk, das Gebälk vor meinem Haus und einen ganzen Waldboden in der Gegend. Ich kann mich nimmer rühren und nimmer reim, kann nimmer aufstehen und kann nie wieder von dem Platz da weggehen. Aber das brauch ich auch nicht, weil ich jetzt ein Teil von dem Pilz bin. Alles ist jetzt eins und ich kann spüren, wie groß der Pilz schon geworden ist. So groß ist er, dass er niemals wird absterben können. Im Moment könnt's ihr noch nicht verstehen, wie das ist. Könnt's nicht verstehen, was ich mein, wenn ich von Unsterblichkeit red. Aber glaubt's mir's, das dauert nimmer lang. Dann kehrt's ihr auch dazu.